Du bastelst gerne mit Papier, dann bist du jetzt hier genau richtig. Hallo, ich bin Tanja Hausmann und das ist mein Kanal der Krähler. Hier geht es ja rund ums Papierbasteln zurzeit. 30-Tage-Challenge will gemeistert werden und ja, wir haben heute den Tag 9, soweit ich mich erinnere, ja doch, wir haben heute den Tag 9 und heute, ja, basteln wir einmal mit Papierstreifen und ich habe mir hier so ein paar schon mal rausgesucht und ein paar werde ich mir aber noch mit aus Papierresten vielleicht zuschneiden. Ja, was machen wir denn heute? Heute machen wir was ganz Einfaches. Wir basteln uns nämlich Papierschleifchen. Und falls du den Kanal noch nicht abonniert hast und hier neu bist, dann vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du kein zukünftiges Video verpasst. Vor allen Dingen, ja, die 30-Tage-Challenge läuft ja noch ein paar Tage. Und ich wünsche dir jetzt erstmal viel Spaß und ja, kreatives Schaffen mit Papierresten. Ich nehme mal wieder mein Lieblingspapier. Da habe ich auch noch genug Reste. Und zwar das gepunktete in verschiedenen Variationen. Und ja, jetzt habe ich hier die Streifen, die ich mir jetzt erstmal schon mal zuschneide, damit die ein bisschen schmaler sind. Und ja, ich möchte jetzt mit euch Schleifen machen, wie ich schon gesagt. Das ist jetzt einmal eine ganz einfache Variation. Da benutze ich jetzt nur Kleber und Schere gleich dazu. Und später zeige ich euch noch andere Variationen. Hier habe ich jetzt als nächstes einmal in der Mitte circa das Papier zusammengeklebt. Und jetzt schneide ich so ein bisschen ab, so eine leichte Welle auf allen vier Seiten, damit das einfach nur, ja, die Schleife so ein bisschen Form bekommt. Ihr könnt das natürlich auch vorzeichnen und dann exakt gleichmäßig alles ausschneiden. Ich habe das jetzt schnell machen wollen und habe jetzt einfach mal so grob aus der Hand geschnitten. Jetzt nehme ich mir ein kleines Stück von dem Papier und das soll halt dieser Knoten sein, vom optischen her. Das klebe ich hinten einmal zusammen. Ich nehme auch da wieder Flüssigkleber. Jetzt nehme ich mir ein Werkzeug und biege das Ganze so ein bisschen, damit es auch ein bisschen Dimension bekommt. Und als nächstes nehme ich mir nochmal so einen Papierrest. Und das schneide ich aber noch feiner. Und dann mache ich so das Band runterhängend an den Stellen. Man kann es natürlich auch breit lassen, damit es natürlich auch passend zum Knoten ist. Aber da kann man variieren, wenn man möchte. Ich habe es zum Beispiel jetzt da einfach schmaler machen wollen. Und das geht auch. Jetzt nehme ich mir ein Falzbein und gehe noch mal überall nach, damit das Ganze auch noch mal ein bisschen plastischer wird. Und weil mir das in der Mitte so ein bisschen nackig ist, nehme ich jetzt noch so eine Halbperle und klebe die einmal in der Mitte auf. Jetzt kommen wir schon zu der zweiten Variation. Wir fangen gleich an. Das heißt, wir haben wieder ein Stück Papier, das wir halt in der Mitte wieder mit Kleber bestreichen und dann diese Schlaufen uns biegen. Andrücken und jetzt nehme ich mir zu Hilfe diesen Kerbenschneider oder ja, Kerbenlocher und der ist eigentlich für Umschläge, den kann man aber super für Schleifen nehmen, wie ihr seht. Das sieht richtig gleichmäßig und schön aus, das gefällt mir und da mache ich jetzt auch natürlich wieder ein Stück Papierstreifen drum. Man könnte es auch direkt so lassen, wenn man möchte. Das finde ich auch ganz hübsch. Aber nein, ich möchte jetzt noch einen kleinen Highlight machen, indem ich halt da dieses Bändchen noch einmal drum setze. Auch da wieder mit dem Werkzeug dazwischen gehen und so sieht die aus, die Schleife. Finde ich richtig toll geworden. Jetzt machen wir noch eine dritte Variation. Und zwar nehmen wir da jetzt, nehme ich mal so ein hellblaues Papier. Da mache ich das jetzt ein kleines bisschen anders. Also der Anfang ist wieder gleich. Das Papier wird zusammengeklebt in der Mitte. Man kann sich da ein Lineal zu Hilfe nehmen. Oder am Anfang habe ich es ja auch ohne Lineal gemacht. Geht natürlich auch.
Macht es so, wie ihr das am besten könnt. Dann wird das wieder zusammengeklebt. Wir warten kurz. Und jetzt mache ich hier das anders. Hier schneide ich jetzt mit dem, ja, mit einer kleinen Schere einfach so zwei Dreiecke rein. Dann ist das so ähnlich wie das, was ich mit dem Locher gemacht habe. Nur das mit dem Locher ist natürlich nicht spitz, sondern abgerundet. Aber das funktioniert auch, wie du siehst. Da klebe ich jetzt noch ein Stück Bändchen drum wieder. Man kann also auch zweifarbig arbeiten, wie du siehst. Schön zusammendrücken und wieder alles in Form bringen. Und auch da mache ich jetzt wieder beim ersten wieder so Papierstreifen, die ich dann runterhängen lasse. Auch da klebe ich das wieder zusammen. Und auch da wieder alles in Form bringen. Und so habe ich dann meine drei verschiedene Variationen an Schleifchen fertig. Ja, ich weiß nicht, welche euch am besten gefällt. Mir gefällt die mit dem Loch am besten, die ganz rechts. Aber man muss ja sagen, man hat nicht immer das Zubehör da und vor allen Dingen je nachdem, wie viel Zeit man sich auch nimmt. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Eure Tanja. Bastel dich glücklich.